Das ist so gegangen, dass wir zu einer Band Kollegen zusammen Scheiße gehen, Sportscheiße betreiben und ein bisschen am Freizeitniveau. So. Und dann haben wir immer jetzt gehört von einem Oldtimer Auto und hat den einen und den anderen. So war es, dass wir zu 10 Kollegen da, dass da 5 drin waren, die ein Oldtimer Auto hatten. Und dann löst es, dass sie so dünn ging, dass wir gesagt haben, wir gehen noch mal eine Tour machen zusammen. Wir haben im Meschenfeld ein Depart organisiert, weil wir einen geeigneten Terrain haben von einem Kollegen. Und fahren wir vom Meschenfeld fort Richtung Feiern. Und das geht natürlich durch die Fels mit einem guten Kaffee trinken, mit Frühstück, wie sie so. Dann weiter über, wie gesagt, Feiern und dann über Teufel durch die ganz kleinen Straßen, über Teufel oben bis auf Prüm. Und da machen wir mit, da haben wir ein gutes Haus mit einer feinen Wirtsfrau, die uns immer gut empfängt und gut serviert. Dann stehen wir hier Jurasch. Und ich fand einfach das genial. Ich merke nicht, dass es ein Auto ist, dass alles mit das flott ist. Sound in Nord. Fährst du mal zwischen, wo Leute stehen, trinkst ein bisschen auf den Gas, trinkt alles hin. Und dann. Das ist genial, das ist flott. Das ist ja sonntags, wie dich, eine halbe Stunde mit dem René, dem Proprietär vom Auto, bevor. Sie hätten sich mal geguckt, ob ich gegen den Wadens gehen hätte, mal nicht vertraut hätte. Aber du solltest aber direkt schon kein Bedenken machen, du kannst, wenn du nicht willst, auch ganz vorhalten und ein bisschen fahren. Wo geht in der Haut? Also, du musst auch viel Vertrauen an mich schön. Wieso? Unsere Frau und das Auto verlehnt ihn nicht. Seine Frau werde ich noch nicht kriegen, mit dem Auto, den hätte man einmal gelegt. Citroën Traktion. Ja, so den 36 hast die erste zum Band gelaufen. Das war ja eine Wahnsinnszeit. Du hast ja die Nazis waren schon unter Mürsch, das war immer eine Republik. Also zwei, du hast ja aufgeschafft. Und dann am Krieg aus Frankreich ja besagt ging. Und du hast dann einerseits Vichy-Regierung, wie dann der Sester noch gebracht hat. Auf der anderen Seite hast du die Resistenz, die du mal geführt hast. Also war es schon genial. Preisen hat den echt ebenbürtig. Das ist das Vorderradantrieb. Aber die sind dann doch Traktionen geführt, weißt du. Ich bin für einen dicken Jahr zu einem Chateau, nicht an der Belgien, wie in Frankreich gekauft. Und das war. Den hat den hätte schon immens lang gehabt. Den hat den restauriert. Wir haben ganz viele Arbeitsstunden, wir wollen das Auto hier aus. Das hat aber erzählt mir natürlich nicht verhaftet.